Willkommen zum neuen TagView Vlog und diesmal soll es um die Ankündigung gehen, dass Sony das Xperia 1 Mark II auf den Markt bringen möchte oder Xperia 1 2, also die zweite Variante des Xperia 1 auf den Markt bringen möchte. Ich nehme das Ganze gerade auf mit dem Xperia 1 ohne Mark irgendwas, also die allererste Version mit der Frontkamera und mit meinen Huawei FreeBuds 3. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Die Spezifikationen sind geleakt. Es dauert noch ein bisschen was, bis das tatsächlich auch offiziell vorgestellt wird. Aber es handelt sich im Grunde genommen um tatsächlich ein Xperia 1, das ein wenig verbessert worden ist. Ganz einfach in den Spezifikationen. Auf den geleakten Bildern kann man sehen, endlich haben sie es wieder rückgängig gemacht mit getrennter Power- und Fingerabdrucksensor, Tasten und das ist jetzt quasi wieder ein Fingerabdrucksensor und eine Power-Taste im einen. Das hat man ja aus irgendwelchen Gründen abgeschafft. Wahrscheinlich, weil es in den USA Probleme gab, aber dann ist da irgendwie, hat sich da was geändert und ja, jetzt macht man das Ganze wieder rückgängig. Das ist eine gute Sache. Eine weitere Sache, die man rückgängig macht, ist der 3,5 mm Headset-Anschluss. Der ist nämlich wieder zurück, denn der ist verschwunden beim Xperia 1. Der war nur beim Xperia 10, der 10er-Reihe mit dabei. Jetzt mit dem Xperia 1 soll er wieder zurückkommen und einen Hi-Fi-Deck beinhalten. Hi-Fi heißt jetzt nicht ganz viel, ist halt wahrscheinlich nur eine Marke. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Sound, Sony hat die Möglichkeiten. Sie haben auch kleine Hi-Fi-Player, die sie bereitstellen. Durchaus die Möglichkeiten, da einen ordentlichen DAC mit einzubauen, also einen digitalen Audio-Converter. Und der könnte dann ordentlich Leistung bringen für die Xperia 1-Geräte. Und Geräte, ja, ich vermute, es wird wahrscheinlich nur ein Gerät sein. Dann weitere Probleme, die man ausgemerzt hat. Anstatt eines 3300 mAh starken Akkus, den ich jetzt im Xperia 1 habe, soll es dort einen 4000 mAh starken Akku geben. Und das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass wir eine deutlich bessere Akkulaufzeit bekommen werden als noch beim Xperia 1. Dann wird es wieder, und das könnte ein bisschen was problematisch werden für den einen oder anderen, eine Triple-Kamera mit 12-Megapixel-Sensoren geben. Das heißt, der Sensor, die Sensorgröße ist größer geworden mit 1 durch 1,7 Zoll. Damit ist man fast schon auf einem 1-Zoll-Sensor, ist aber immer noch nicht dazu übergegangen. Das ist, glaube ich, ein IMX 555er, der da eingesetzt wird als Hauptsensor. Dann wird es natürlich wieder ein Teleobjektiv geben, zweifach gehe ich von aus, und ein Ultraweitwinkel. Alles 12-Megapixel-Sensoren, aber kein großer 64-Megapixel-Sensor, den Sony ja auch im Programm hat und der auch von einigen genutzt wird, beispielsweise Samsung. Samsungs Galaxy S20-Reihe verwendet, soweit ich weiß, auch einen Sony-Sensor. Ich bin jetzt nicht sicher, ob bei den 64 Megapixeln. Auf jeden Fall hat auch Sony einen 64-Megapixel-Sensor. Und warum sie den bei ihrem Smartphone nicht einsetzen, ist so ein bisschen, vielleicht sparen die sich den auf für das Xperia 0. Ja, so ist es nicht. Es gibt ja Gerüchte und Gerüchte. Auf jeden Fall wird das ein kleineres Update sein zum Xperia 1. Für den einen, für den anderen, der eben Features auf Features wartet, wie beispielsweise diese Größe, der größeren Akku. Oder halt eben dem Headset-Anschluss. Der wird auf jeden Fall dann sehr, sehr gespannt drauf warten und sehr, sehr gespannt drauf sein, was Sony da jetzt morgen vorstellen wird. Ansonsten, ja, was kann man noch so sagen zu der ganzen Gerätereihe? Es wird wahrscheinlich auch wieder ein Xperia 10 vorgestellt. Der Nachfolger, der wird dann wahrscheinlich 10.2 heißen und wird dann ja mit einer vergleichbar ausgestatteten Hardware daherkommen. Wird aber im Kamerabereich ein Upgrade bekommen. Dort soll es nämlich auch eine Triple-Kamera geben. Anders als beim Xperia 1 jedoch, was übrigens auch noch einen Time-of-Light-Sensor zusätzlich bekommen wird, wird das Xperia 10 diesen nicht haben. Dafür bleibt der 3,5 mm Headset-Anschluss. Ein Hi-Fi-Deck könnte dort auch mit reinkommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Sony den mit einbauen könnte, auch in das Xperia 10, um halt eben das Premium-Segment so ein bisschen was anzuheben, um halt eben auch Platz zu schaffen für ihr Low-End-Segment, was jetzt mit ähnlicher Hardware daherkommt, wie es noch beim Xperia 10 der Fall war, der ersten Version. Also das L4, das ist ja schon rausgekommen, auch eine Triple-Kamera. Die Kamerasensoren sind andere.
8 Megapixel Frontkamera wird bleiben auf allen Modellen, soweit ich das weiß. Vielleicht auf den kleineren Modellen 5 Megapixel. Aber auch diese Frontkamera, die ich hier reinspreche, ist 8 Megapixel. So wird wahrscheinlich die gleiche sein beim Xperia 1 Mark II und beim Xperia 10 Mark II ebenfalls. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? An dem Tag sind wir schlauer. Vielleicht werde ich da nochmal ein Video zu machen, falls es da noch mehr Material gibt zu der ganzen Geschichte. Interessant wird auf jeden Fall sein beim Xperia 1 Mark II, was Sony da vorhat mit der Bildwiederholfrequenz. Weil sie reden da von irgendeiner Technologie, Ultra-Smooth-Technologie, die sie einsetzen wollen, um etwas so zu simulieren, als ob es ein 90-Hertz-Display wäre. Das heißt, ihr 4K-OLED wird wahrscheinlich beibehalten. Es wird aber dahingehend softwaremäßig wahrscheinlich so verbessert, dass da 90 Hertz simuliert wird oder sowas. Ich weiß es nicht. Also man weiß von Xperia-Geräten, dass sie im Grunde genommen eigentlich auch schon bessere Displays mit eingebaut haben, die teilweise 120 Hertz sogar schaffen könnten. Aber ja, was Sony da jetzt vorhat, weiß man einfach nicht. 90-Hertz-Display wäre natürlich eine schöne Sache. 120 ist das, was Samsung jetzt vorgelegt hat. Und wie Sony da jetzt nachholen möchte, müssen wir mal schauen. Und ja, das sind so die News rund um Sony, rund um das Xperia 1 Mark II und das Xperia 10 Mark II. Die Specs könnt ihr alle nachlesen. Ansonsten, wenn ich schlauer bin, wenn ich was Neues weiß, werde ich das natürlich auch berichten. Das war's für diesen Tech-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.